Bayern Genetik ist eine bäuerliche Organisation. Die Entscheidungsträger in unseren Gremien sind Landwirte. Wir gehören den Landwirten. Die Anforderungen auf den Betrieben sind sehr vielfältig und unsere Aufgabe ist es, dass wir die Genetik und den Service liefern, den die Betriebe brauchen. Ich habe die Firma immer als sehr familiär empfunden. Also wir sind jetzt kein großer Riesenkonzern, der halt nicht mehr überschaubar ist, sondern man kennt sich untereinander. Ich glaube schon, dass der persönliche Austausch innerhalb von einer Firma sehr wichtig ist, dass man halt sich persönlich kennt und auch vielleicht privat sich einmal trifft und doch so auf die Art und Weise dann die Zusammenarbeit stärkt. Selbstverständlich ist Bayern Genetik für die Bauern da. Ich sehe es in den Service, den ich bekomme, wenn ihr Sperma braucht, wie das geliefert wird, wie das zuverlässig alles abläuft, wie ein Rädchen ins andere greift und für den Bauern, für uns Landwirte. Das Team der Bayern Genetik und das Angebot der Bayern Genetik, sprich unsere Bullen, stehen für sich und, glaube ich, überzeugen jeden Tag auf die Betriebe. Wir sind überzeugt davon, dass wir vor allem mit Fleckvieh und auch mit unserem Team für die Zukunft sehr gut aufgestellt sind. Und ich glaube, dass Fleckvieh wirklich die Chance hat, absolut zu einer Weltrasse zu werden. Weil was will ich mehr? Ich habe Milch, ich habe Fleisch, ich habe Fitness. Das vereinen wir. Und ich glaube, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass gesellschaftlich da irgendeinen anderen Weg oder einen anderen Weg an Fleckvieh vorbeiführt. Dass das nur eine Frage der Zeit ist. Und so hat man eigentlich an der Rasse Fleckvieh, glaube ich, an allen Punkten eigentlich wirtschaftliche Vorteile oder wo man sagt, da ist jetzt nichts dabei, wo man sich ärgert, weil das nichts wert ist. Man kann alles gut vermarkten und so, glaube ich, müssen wir auch die ganzen Punkte fest vor Augen halten, dass wir keins aufgeben von unseren züchterischen Zielen.